Danke für die Einladung, danke für die Einführung und herzlich willkommen. Schön, dass Sie mir gebannt zuschauen. Aber ich werde Ihnen verraten, ich habe extra zwei Trampoline mitgebracht. Ich habe mir sogar gedacht, ich bringe fünf mit oder sowas und bringe sie alle in Bewegung. Dann habe ich mir gedacht, ich weiß nicht, wie groß der Raum ist. Und ich lade sie dann ein in mein Fachgeschäft am Nürnberger Albrecht-Dürer-Platz. Da gibt es ein Fachgeschäft, das heißt Lebenslust, Lösungen für Freude am Leben. Und es lohnt sich, dorthin zu gehen. Historische Innenstadt zwischen dem berühmten Christkindlesmarkt und der Kaiserburg. Ja, so viel da zu mir. Ich bin seit 1997 auf diesen Trampolinen unterwegs. Eigentlich war es so 96, war so mein Anfang. Und das hat jetzt jeder gelesen. Kannst du bitte mal da irgendwie schauen auf das Teil da unten mit der Maus vielleicht, mit der Maus, die da liegt? Doch, selber machen. Manchmal ist selber machen auch schön. Da. Genau. Und jetzt Bildschirmpräsentation starten. Und dann läuft es ganz normal. Von Beginn an, jawohl. Also, ich lasse das einfach mal so laufen und Sie können das so sehen. Eigentlich wollte ich. Sehen Sie da was? Nee, ne? Entschuldigung. Entschuldigung, solange wir bunte Bilder da haben. Ich nehme mal an, dass die sich nach 20 Sekunden selber wechseln. Ja, doch, das machen die. Tatsache ist, dass die Menschen früher sich viel mehr bewegt haben. Es gibt Untersuchungen, dass es wirklich Menschen gibt, die es nicht einmal mehr 800 Meter schaffen. Die stehen morgens auf, gehen ins Bad, in die Küche, dann gehen sie zum Fahrstuhl, fahren mit dem Fahrstuhl in die Tiefgarage, dann setzen sie sich ins Auto, fahren mit dem Auto zum Büro, fahren da in die Tiefgarage, fahren mit dem Fahrstuhl wieder hoch in den zweiten Stock, setzen sich ins Büro, gehen dann irgendwie gerade noch zum Buffet oder zum Mittagessen oder sowas, gehen wieder zurück am Arbeitsplatz, Fahrstuhl, Hause, Tiefgarage, Fahrstuhl, Fernsehsessel, das war's. Und das sind mit Sicherheit keine 800 Meter. Was ich jetzt dazwischen immer wieder mal geschalten habe, sind so Expertenstimmen, die sagen, was dieses Trampolinschwingen bewirkt. Und es gibt tatsächlich Menschen, einige, glaube ich, haben schon so ein Trampolin. Wer hat schon so ein Trampolin? Mal fragen. Ein anderes. Ein anderes. Aber ein Trampolin? Okay. Das heißt, das ist die überwiegende Mehrheit. Meine Lebenslustmethode ist, dass ich sage, man kann das auch ganz sanft machen. Wer hat so ein sanftes, wolkenweiches Trampolin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gut. Die Idee kommt natürlich auch wieder aus der Natur. Der Jürgen hat wunderbar immer wieder die Natur als Referenz hergenommen. Dieses Tier ist so das in der Inbegriff dessen, was also Energie aufnehmen und Energie abnehmen, abgeben bedeutet. Subjektive oder Unterforderung heißt, ich kann mich darauf stellen, ich kann 10 Minuten, 15, 20 Minuten darauf schwingen, ohne dass ich schweißgebadet runtergehe und dann erst einmal duschen muss oder sowas. Ich kann ganz einfach nur mich bewegen. Das machen wir dann gleich miteinander. Das heißt, ich gucke dann mal mir einen Freiwilligen aus und am besten jemanden, der noch nie auf einem Trampolin gestanden war. Gibt es da jemanden? Okay, hätte ich mich jetzt auch nicht gemeldet, logischerweise. Falsche Frage gestellt. Wer möchte mal gerne auf einem wolkenweichen Mundwinkel nach oben Zielgerät stehen? Also, ist natürlich klar, ich meine, wir können dann dieses Roller ein bisschen nehmen und dann machen wir das so ineinander und tun. Also, gibt dann keinen, der sagt, ich mache da? Okay, gut. Aha. Rudolf, du hast ein hartes Trampolin, oder? Ein weiches. 4,20 Meter Trampolin. 4,20 Meter Gartentrampolin. Mhm. Und hoffentlich ein gutes. Also, hat es mehr als 500 Euro oder weniger als 500 Euro gekostet? 10 Jahre alt. Da gab es noch keinen Euro, ist in Ordnung, ja. Auch wieder die falsche Frage, die Antwort passt überhaupt nicht, die du geben kannst, stimmt. Also, natürlich gibt es in meinem Fachgeschäft in der Nürnberger Innenstadt mehr als Trampoline.
Klar, ich habe ein paar Flyer mitgebracht, die kann man eventuell rumgeben. Ich habe auch, weiß ich nicht, ob das Sinn macht, Ulrich, diese Anschauungsmaterialien, Bücher und oder das da, ob man das einfach mal so rumgibt oder was, oder ob sich das jeder wegnehmen will, das überlasse ich euch einfach. Jedenfalls all das, was auf diesem Roll-Up steht, passiert tatsächlich in diesem Trampolin oder bei diesem Trampolin-Bewegungsspiel. Das machen wir jetzt dann gleich. Diese Mäusekino-Vorstellung ist gleich beendet und dann gehen wir in die Praxis, in die Realität. Mein Anspruch bei der ganzen Geschichte ist, und der Ulrich weiß es, wir waren zusammen auf einem Kongress in der Meistersingerhalle in Nürnberg und dort war ein Schweizer Arzt, der ein Krebsforschungsinstitut und Krebskrankenhaus in Amerika leitet, also durchaus einer, der seit anderthalb Jahren was über dieses Krebsthema zu erzählen hat. Also dort leitet er diese Klinik, Arzt ist er schon sehr lange. Und dieser Mensch hat gesagt, im schönsten Schweizerdeutsch, Sie sitzen und schlafen 23,5 Stunden am Tag. Bitte bewegen Sie sich 30 Minuten pro Tag. In diesen 2 Stunden, die dieser Vortrag gedauert hat, hat dieser Mensch, dieser Arzt, das ungefähr 100 Mal gesagt. Das heißt, nach nahezu jedem zweiten Satz hat er gesagt, Folie hingelegt, Krebsrisiko, Prostatakrebs, Brustkrebs, Speiseröhrenkrebs, der hat alles Mögliche aufgedröselt und hat gesagt, wenn Sie sich bitte von den 23,5 Stunden, die Sie sitzen und schlafen am Tag, 30 Minuten bewegen, dann können Sie dieses Risiko um 60% reduzieren. Und bei der nächsten Folie hat er wieder gesagt, wenn Sie sich bitte von den 23,5 Stunden, die Sie schlafen und sitzen, 30 Minuten am Tag bewegen, können Sie dieses Risiko um 30% reduzieren. In verschiedensten Fällen. Das heißt, es hat mich so beeindruckt, dass ich sage, das ist das, was ich seit 16 Jahren erzähle. Leute, bewegt euch 30 Minuten am Tag. Wie ihr das macht, ist vollkommen euch überlassen. Ich habe für mich ein Trainingsgerät entdeckt, das es mir ermöglicht, 365 Tage im Jahr, 24 Stunden, jederzeit darauf zurückzugreifen und zu sagen, ich mache das jetzt. Ich bin gestern Abend so kurz nach Mitternacht heimgekommen und habe mir gedacht, jetzt ist gut, gehe noch mal ein bisschen aufs Trampolin und schwing mich in Ruhe. Ich bin runtergegangen und habe geschlafen wie ein Murmeltier. Und das ist das, man kann es tatsächlich machen. Es geht. Man möchte es nur wollen. Und diese 30 Minuten am Tag, die wir nicht schlafen oder sitzen, die können wir uns gut bewegen. Jetzt hätte ich gerne, dass Sie zu mir kommen. Oder dass du zu mir kommst, wisst ihr, seid ihr im Allgemeinen per Du, oder? Wie habt ihr das gehandhabt? Kann man den schlafen schicken da? Schuhe aus, bitte. Also ich habe ziemlich billiges, ganz niedriges und ich glaube, kann ich jetzt mitnehmen. Und meine Idee ist, sagen Sie mir Ihren Namen. Marlies. Bitte? Marlies. Marlies. Meine Idee ist, dass wir die Marlies jetzt nicht bis um 12 hier so zum Schwitzen bringen, sondern dass wir das dann allmählich rundum machen. Also, ich habe der Marlies mal das kleinere Trampolin gegeben, weil da ist es leichter mit dem Gleichgewicht. Vielleicht müssen wir mal gucken, wir tauschen mal nachher. Grundstellung wäre, wenn wir beide so stehen, dass die Füße hüftbreit auseinanderstehen, also ein bisschen mehr zusammen, noch ein bisschen mehr zusammen. So sind die Hüfte ungefähr. Die Füße stehen ganz parallel, wie wenn man Skifahren würde. Und dann geht es so, die Knie sind nicht verblockt, sondern schön, schön weich. Und dann geht es so in diese Aufrichtung. Das heißt, allmählich hat man so das Gefühl, da kommt irgendwie so ein Silberfaden vom Horizont. Hallo, herzlich willkommen. Da kommt so ein Silberfaden vom Horizont und zieht uns also lang. Das heißt, die Wirbelsäule wird lang, das Kinn geht so im 90-Grad-Winkel Richtung Brust, sodass wir gut aufrecht da stehen, die Schulterblätter gehen nach hinten. Und das ist so jetzt die Grundstellung. Wie fühlt sich das an? Gut? Ja. Okay. Oh ja, schön. Und jetzt drehen wir uns mal wieder zum Publikum, dass die uns sehen. So. Also super. Hey, klasse.
Und jetzt würde ich mal Sie bitten, dass Sie die Arme verschränken, oder dich bitten, Marlies, die Arme sinken lassen, ganz sinken lassen, ganz alles sinken lassen und mal mit so einem Klammergriff spüren, was passiert in diesem Bizeps. Was macht dieser Bizeps? Arme sinken lassen bitte, ganz locker, ganz entspannt und ein bisschen schwingen. Wie, die gehen mit? Wie bewegen sich? Ja, Aha. Also wenn es fett wäre, dann könnte es nicht fest werden. Kann das sein, dass das ab und zu mal da in diesem Bizeps, in der Innenseite dieser Oberarmmuskulatur, dass das fest wird und wieder weich wird? Ja. Es wird fest. Also dann ist es kein Fett, sondern es ist tatsächlich Muskel. Okay. Ist das nicht sensationell? Ja, doch. Okay. Samstagmittag zwischen 11 und 11:30 muss ich dieser Bizeps plötzlich anspannen. Und auch wieder entspannen. Obwohl du momentan definitiv nur was mit den Füßen machst. Oder sieht jemand, dass die was mit den Händen macht? Sieht es jemand? Ja, macht was mit Füßen, ne? Okay. Also, sie macht nichts mit ihren Händen. Wenn ich jetzt da ein Gewicht in die Hand nehme, dann wird er anspannen und entspannen, ne? Klar. Aber sie macht nichts und trotzdem ist das so ein Anspannen und Entspannen, oder? Ja. Okay. Super. Und gucken wir mal, was passiert, wenn du da hinten in diesen Schulter-Nackenbereich hineindrückst. Da gibt es so verschiedene Muskeln, auch so an der Halsmuskulatur. Ja, am Hals spüre ich das auch, ne? Spüre ich aber hinten ist auch ein Gott. Aha. Kann es sein, dass diese Schulter-Nackenmuskulatur gleichmäßig fest ist? Die Schultern? Ja. Oder ist, wird die auch, lockert sich die auch mal und wird wieder weich und wieder fest? Okay, aha, gut. Aha. Und es soll es ja Menschen geben, die haben schon mal gehört, dass es andere Menschen gibt, die was erzählen von Verspannungen im Schulter-Nackenbereich. Also wahrscheinlich hat jeder von euch schon mal gehört, aber bestimmt hat keiner was damit zu tun, oder? Mit Verspannungen. Nee, also bei uns nicht. Ab und zu, okay. All die Menschen könnt ihr zu mir ins Fachgeschäft nach Nürnberg schicken. Denen erzähle ich etwas über das Lösen und Ändern von Verspannungen im Schulter-Nackenbereich. Da gibt es sicherlich noch andere Methoden. Ich halte das für die effizienteste Methode, um das zu lösen. Das heißt, da gibt es jetzt schöne Übungen, die man mal so machen können. Wir können zum Beispiel einfach mal mit beiden Beinen schwingen und jetzt kriegen die Ohren Besuch. Und dann halten wir das so 7 Sekunden und dann lassen wir das wieder los. Und dann halten wir das. Und das sind so ganz einfache Übungen und natürlich kann man jetzt auch anfangen, kann mit den Schultern rollen, vorwärts, rückwärts. Die Ohren kriegen also immer Besuch von einer Schulter. So, das führt dazu, dass man sich dann doch hinterher sagt, kann man sich strecken und recken. Das Besondere dabei ist, vielleicht hat man das vorhin an diesen PowerPoint-Präsentationen gesehen, dass jedes Mal, wenn wir nach unten gehen, unsere gesamte Muskulatur im Körper sich anspannen muss, also alle zusammen gleichzeitig. Und wenn wir nach oben gehen, die gesamte Muskulatur sich entspannt. Das heißt, es ist ein Wechselspiel zwischen ständiger Anspannung und Entspannung. Je weicher diese Seilringe, die da unten sind, je weicher diese Seilringe sind, desto länger dauert diese Anspannungsphase, aber auch die Entspannungsphase dauert genauso lang. Und es gibt natürlich diese Billig-Trampolinen, die man Trampoline für 39 Euro. Ja, es gibt diese Billig-Trampoline, die man für 39 Euro oder 27 habe ich jetzt irgendwo gesehen, oder 59 Euro oder 79, spielt eigentlich keine Rolle. Die haben Stahlfedern. Und der Weg dieser Stahlfedern beträgt 1,5 bis 2 Zentimeter. Es gibt bei Trimilin ein bisschen hochwertigere Stahlfedertrampoline, Mini-Trampolin mit rechts- und links drehenden Federn, aber auch das sind Stahlfedern und da ist der Federweg maximal 3 Zentimeter. Mehr geht mit den Quietschdingen nicht, weil das Problem bei diesen Stahlfedern-Trampolinen ist, dass innerhalb kürzester Zeit einfach anzufangen zu quietschen. Und jetzt kannst ölen, kannst fetten, aber es quietscht trotzdem. Irgendeine Feder quietscht immer. Hören Sie irgendwas? Also ich kann dann auch nicht so rumstehen und dauernd so schwingen. Ich mache ja gar nichts, es schwingt ja von der Wand. Ach so. Also bei mir, da bin ich nach 5 Minuten nicht mehr warm. Gut, und jetzt machen wir mal eine Steigerung. Das heißt, wir verlagern mal das Gewicht, bleiben aber immer noch auf der Matte.
Wie fühlt sich das an? Na ja. Verschwingt. Danke. Das ist nämlich so, warum ich zu diesen Teilen Mundwinkel nach oben Ziehgerät sag. Weil du hast echt Lust, dich zu schwingen, dich zu bewegen und zu machen. Natürlich sollte. Gab es Red Bull in der Pause? Ich war nicht. Habt ihr Red Bull gehabt oder wie? So, und jetzt machen wir mal, nach Möglichkeit sollten also nicht beide Beine gleichzeitig in der Luft sein. So, das machen wir nicht, weil wenn wir in der Luft sind, muss der Körper nichts ausgleichen. Es gibt keinen Widerstand und wenn kein Widerstand da ist, muss das Gleichgewichtsorgan nichts tun. Das ist zwar im Moment schön, wir sind in der Luft, aber es ist relativ ineffizient, ineffektiv. Weil es gibt nichts zu korrigieren. Viel mehr zu korrigieren gibt es, wenn wir beispielsweise anfangen, ein Bein zu heben, zu machen. Dann läuft nämlich diese Datenautobahn zwischen dem Gleichgewichtsorgan und der Muskulatur auf Hochtouren. Das heißt, jetzt haben wir viel mehr davon. Wir haben auch da nochmal, Marli, spür nochmal, locker lassen bitte, ganz entspannt, runter damit, ganz runter. Und spür, wenn du also jetzt so tappst von einem zum anderen, was macht die Muskulatur? Ich arbeite. Ah, da oben im Oberarm. Also sie arbeitet da oben in ihrem Oberarm mit der Muskulatur, obwohl sie eigentlich nur so ganz locker da drauf sind. Und jetzt finde ich, ist es gut, wir haben jetzt ungefähr so 7-8 Minuten. Bitte nach rückwärts langsam runtersteigen, nach hinten. Und dann bitte einmal so machen. Oho, furchtbar. Furchtbar. Das ist der Grund, warum man da rückwärts aussteigen sollte, langsam aussteigen sollte, weil man ist jetzt wieder auf den harten Boden der Tatsachen zurückgekommen. Und wenn man da falsch aussteigt, nämlich möglicherweise aus so ganz beschwingt, wie man das jugendlich so macht, dass man da nach vorne, dann kann es wirklich knallen in der Wirbelsäule. Deswegen sanft aussteigen, rückwärts aussteigen, spüren, wieder erden und sagen, aha, so fühlt sich das an. Geben wir hier einen großen Applaus für Ihren Mut. Dankeschön, herzlichen Dank. Weil das ist schon was, sich vor einer Gruppe hinzustellen und zu sagen, dann mache ich jetzt mal mit. Ich weiß, sie wusste ja nicht, auf was sie sich einlassen hat. Dankeschön, toll. Das nächste Trampolin ist frei. Das geht jetzt reihum, oder? Wer möchte als nächstes? Ich kann mal gut, das ist zu kühl, das ist der Hammer. Rudolf, komm mal. Also, es dauert ein bisschen, bis das also dann dieses Gefühl nachlässt. Und ich kann euch versprechen, wenn ihr täglich 20 bis 30 Minuten auf dieses Teil geht, dann habt ihr dieses Gefühl, als ob ihr Champagner im Blut habt. Also das ist ein Gefühl der Federung, diese Leichtigkeit, dass ihr einfach sagt, wow, was ist da los? Hast du auch was über die Bandscheiben schon erzählt oder habt ihr nicht zugehört? Habe ich was von den Bandscheiben erzählt? No, oh, mache ich auch noch. Das machen wir gleich. Ja. Also, ich darf Rudolf sagen, oder Rudi? Rudi, sag mir bitte, du bist schon beim Bizeps-Testen, gib mal ein bisschen mehr Gas und sag mir bitte, was macht dieser Bizeps? Der spannt beim Runtergehen an und nochmal auf Los da aus. Sensationell, sein Bizeps macht das auch. Ist das nicht klasse? Ha? Unglaublich, Samstagmittag, sein Bizeps muss plötzlich was arbeiten. Machst du was mit den Armen? Nee. Kannst du mal die Arme so locker lassen, dass dieser Bizeps nichts macht? Funktioniert nicht. Okay, das heißt, alle 567 Muskeln oder 557, ich habe es nicht genau zählen können, im Körper müssen zur gleichen Zeit kollektiv anspannen und wieder entspannen. Alle gleichzeitig. Es gibt keinen, der sagt, hey, Samstagmittag, lass mich in Ruhe, ich habe Pause, Montag wieder oder sowas. Alle sagen, okay, weil diese Gravitation, diese Erdanziehungskraft wirkt auf seinen Körper. In dem Moment, wo er also jetzt schwingt, ist er bei der Oberseite, wenn er nach oben schwingt, gibt es eine Kraft, die ihn nach oben drängt, nämlich diese Federn. Und dann gibt es einen Punkt, wo er umkehrt, wo er also die Aufwärtskraft aufhört und die Abwärtsschwerkraft wieder ansetzt. Und dieser Punkt ist Schwerelosigkeit.
Irgendeiner hat neulich mal, war es im Internet, Facebook oder sowas, was veröffentlicht, der sagt, der steht jetzt seit mehr als 10 Jahren auf diesem Trampolin und hat mit Excel-Tabellen berechnet, das muss ein Mathematikmensch gewesen sein, wie lange er jetzt schon in der Schwerelosigkeit ist. Und Einstein und so weiter hat also berechnet, in der Schwerelosigkeit altert der Mensch nicht. Da altert der Mensch nicht. Das heißt, der hat wirklich ausgerechnet, ich bin seit 10 Jahren täglich da drauf und hat also dann diese Millisekunden, die da sind, addiert in Excel-Tabellen und kommt also dann zu dem Schluss, ich bin irgendwie 5 Jahre jünger als die anderen oder irgendwas. Also sicher übertrieben, aber kann man nachlesen. Ich fand es hochspannend, hochinteressant. Zurück zu unserem Rudi. Er schwingt also und er kann seine Muskeln nicht willentlich beeinflussen. Er kann also nicht sagen, hey, hör jetzt auf, dich anzuspannen, sondern alle müssen zur gleichen Zeit sich anspannen und wieder entspannen. Und das ist also für alle Muskeln zutreffend. Das heißt, egal ob das die großen Muskeln sind, die wir gerade eben gespürt haben, hast du schon mal da hinten in diesem Schulter-Nackenbereich? Mal gucken, was da so ist. Aha. Also du hast ja auch Muskeln und auch die spannen sich an und entspannen sich. Das ist die große Muskelgruppe, die Therapeuten sagen dazu, die globalen Muskeln, aber auch die regionalen Muskeln, das heißt die Mikromuskulatur entlang der Wirbelsäule, muss genauso anspannen und entspannen. Wenn wir da jetzt eine Waage drunter stellen würden, ich nehme mal an, der Rudi hat so 85 Kilo, 80? 80 ungefähr? Was? Ehrlich? So viel Muskeln, so. Also gut, also sagen wir, der hat 80 Kilo. Wenn man da jetzt eine Waage drunter stellen würde und die Waage wäre schnell genug, dann würde diese Waage anzeigen, 0, in dem Moment, wo er für diesen Millisekundenbereich in der Schwerelosigkeit ist, selbst wenn er Mattenkontakt hat, es gibt einen Nullpunkt und vielleicht 130, 150, 160 Kilo. Je nachdem, wie viel Gas er da gibt, kann sich sein Körpergewicht verdoppeln oder sogar verdreifachen. Das heißt, die Schwerkraft sorgt dafür, dass alle seine Muskeln automatisch sich anspannen müssen. Da gibt es keinen, der sagt, nichts für mich. Und es spielt keine Rolle, ob das jetzt der große Muskel ist oder ob das die Organmuskeln in der Peristaltik sind. Deswegen dieses Thema mit der Obstipation. Wer weiß, was das ist? Obstipation? Wer weiß es nicht? Aha. Obstipation ist ein anderes Wort für Verdauungsstörungen, also für wie sagt man denn da? Bitte? Verstopfung, ganz genau, ja. Verstopfung. Und Verstopfung hat oft was damit zu tun, dass genau dieser Darm keine Muskelkraft mehr entwickelt, um den Speisebrei fortzubewegen. Und dann verstopft das Ganze halt. Lässt sich ganz leicht lösen, indem er diese Menschen 15 bis 20 Minuten aufs Trampolin stellt. So wie dieser Schweizer Arzt gesagt hat, von 23,5 Stunden, die du schläfst und sitzt, kannst du dich 30 Minuten am Tag bewegen. Und wenn du das tust, klappt es plötzlich auch mit der Verdauung. Abführmittel ist, soweit ich gehört habe, eines der meistverkauften, frei verkäuflichen Medikamente in der Apotheke. Kommen wir mal den Apotheker fragen, den Apotheker seines Vertrauens. Gut, wie geht's dir? Gut. Hast du Lust, was Interessanteres zu machen? Okay, wir machen mal eine schöne Übung und zwar, wir koordinieren. Na, wir machen erstmal sowas. Schau mal. Rechte Hand geht zum linken Knie. Das heißt, wir sind jetzt mit einer Koordinationsübung beschäftigt und das ist wirklich Hochleistung für unser Gehirn. Hochleistung heißt deswegen, weil ich muss rechte und linke Gehirnhälfte miteinander in einen Prozess bringen, weil alles, was über die Körpermitte geht, wenn ich also mit der rechten Hand zum linken Knie gehe, dann geht das über die Körpermitte und damit synchronisiere ich diese beiden Gehirnhälften. Das bedeutet, solche Übungen, die kann man natürlich auch noch intensivieren, wenn man sagt, so, ich mache jetzt so einen da, hier, das da. Man kann das nach hinten gerade machen. Und dabei schwingen. Oder? Und dabei schwingen, klar. Ja. So Schuhblätter, man kann das hinten über Kreuz machen zum Beispiel. Das sind jetzt zum Beispiel Übungen, die man am Arbeitsplatz wunderbar jemandem vermitteln kann. Sag, weißt du was? 23,5 Stunden sitzt und schläfst du, 30 Minuten könntest du dich bewegen
10 Minuten, wenn du irgendeine Abhandlung am Computer machst, du machst irgendeine so PowerPoint-Präsentation, sitzt 3 Stunden drüber und sagst dann, ha, nach 1,5 Stunden, 90 Minuten, kommt ein Zeitsignal, gehst du auf deine Bewegungsinsel und machst einfach mal 5 Minuten sowas. Könnte man ja auch mal telefonieren. Kann man auch telefonieren. Jeder hat schon mal ein Telefongespräch gehabt. Und wenn er den Hörer aufgelegt hat, da hat er versucht, sich in sein eigenes Hinterteil zu beißen, weil er sich so geärgert hat, dass das Gegenüber vom Gegenüber als Feedback gekommen ist. Ja, das hat bestimmt jeder schon mal erlebt. Oder bin ich da der Einzige, der sich so geärgert hat? Es gibt komische Telefonate, ja. Ganz schlimme Telefonate, wenn man danach ein paar Minuten aufs Trampolin geht. Ja, dann löst sich so ein, beinahe möchte ich sagen, eher epileptischer Wutanfall ins Nichts auf. Also telefonieren auf dem Trampolin ist super. Man muss ja nicht so heftig machen, sondern man kann ja ganz leise machen und dies und das, ne, schön schwingen. Und der andere merkt aber, dass man irgendwo in seiner Mitte ist, dass man im Schwung ist und sonst irgendwas. Das heißt, solche unangenehmen Telefonate funktionieren auf dem Trampolin wesentlich harmonischer, wesentlich schwungvoller. Du kommst schneller auf den Punkt, du bringst es einfach irgendwie hin und hinterher hat sich das ein bisschen in Leichtigkeit aufgelöst. Probiert es aus, wenn ihr könnt. Rudi, wir machen nochmal eine Übung. Wir schauen mal. Wir nehmen die Füße zusammen, die Hände zusammen, machen die Füße auf die Hände auf. Einfache Übung, so eine Art Hampelmann. Ja? Sehr gut. Und jetzt weiß ich ja, du kennst dich aus, jetzt bleiben wir mal stehen, wir lassen die Füße zu, machen die Hände auf und machen jetzt bitte die Hände zu und die Füße auf. Also ich sprach schon davon, dass wir die Füße zulassen und die Hände aufmachen. Okay, neuer Versuch. Ist definitiv eine Übung, die man ein bisschen üben darf. Wenn man sie dann mal kann, dann ist es sensationell, weil dann weiß man wirklich, aha, ich bin jetzt im Logischen und im Kreativen miteinander verbunden. Es geht. Und es ist so wichtig, wir sind heute so in unserer Ratio, in unserer Logik drin, wir sind heute alle so kopfgesteuert. Wir haben verlernt, dieses Gefühl mit dazuzunehmen. Ist das dann so eine Art wie Alpha-Zustand, wo rechts und links miteinander verbinden? Naja, dazu bräuchte ich eine bestimmte Schwingung. Ich müsste dann zwischen vielleicht 8 und 12 Hertz schwingen. Das weiß ich nicht, das habe ich noch nicht gemessen. Aber diese Bewegungen werden ja eben, wie soll ich sagen, diese rechte Gehirnhälfte bei mir ist für die linke Hand zuständig. Und umgekehrt, die linke Gehirnhälfte ist für die rechte Hand zuständig. Das heißt, es gibt auch Übungen, wo man dann sagt, ich mache mit der Hand was anderes wie mit der. Also es gibt so eine Bewegung, und da muss ich wieder ein bisschen üben und schauen. Also das sind so Sachen, wo man auch üben kann, machen kann. Das ist und es ist erwiesen, dass die Bewegung auf diesem Trampolin laut schwedischer Sporthochschule auf dem Trampolin 14 Mal effektiver ist wie die Bewegung auf dem Boden. Weil ich habe immer noch die Erdanziehungskraft, ich habe immer noch diesen Schwung dazu und ich habe verschiedene andere komplexe Sachen im Körper. Wollen wir den Rudi entlassen? Hm, Rudi? Hm? Gerne, bin ja. Sicher, der andere. Vielen Dank, bitte rückwärts runtergehen. Spür nochmal hinein, wie geht's dir jetzt da am Boden? Also ich merke halt, dass der ganze Körper, dass der ja, gut. Also das geht natürlich auch auf dem Gartentrampolin. Aus meiner Erfahrung, auch bei mir kann man Gartentrampoline kaufen, hochwertige Gartentrampoline, die mit einer Bauarthöhe von 96 cm wirklich eine sehr lange, gleichmäßige Schwingungsamplitude haben, ähnlich wie diese weichen Trampoline, die eben gleichmäßig nach unten geht und dann wieder nach oben, weil das ist wichtig, wenn du auf diesem Gartentrampolin dich bewegst, dass es eben nicht so eine bestimmte Federung gibt und dann gibt es dieses Plateau. Das ist oft bei diesen Billigteilen mit kurzen Federn. Es gibt
man schwingt, man taucht ein in die Matte, die federt ein Stückchen und dann gibt es richtig einen Ruck und dann geht es wieder nach oben. Und dieser Ruck ist tatsächlich etwas, was uns dauerhaft schädigt. Passt super. Bitte die Schuhe ausziehen. Man kann auch, ich habe auch durchaus Menschen, ich habe jetzt ungefähr so 7200 Kunden bundesweit. Das heißt, ich habe es vor vielen Jahren mal gemacht. Ich habe Physiotherapeuten eingeladen, Ergotherapeuten, Heilpraktiker und habe denen über die Trampolinakademie, über den Wolfgang Placht, eine Ausbildung zum Trampolintherapeuten und Trampolintrainer gegeben. Die Ausbildungen dauern 2 bis 3 Tage. Ich habe immer die 3-tägigen genommen. Wobei 3-tägige natürlich schwierig sind, um den in den Zeitplan reinzukriegen, aber ich habe das 5-mal organisiert. Das heißt, ich habe ungefähr so 80 Therapeuten aus dem ganzen Bundesgebiet darauf ausgebildet und das sind heute meine Multiplikatoren. Das sind also Menschen, die das in der Praxis stehen haben und sagen, ha, lieber Patient, es nützt nichts, wenn du einmal zu mir kommst in der Woche und dann zeige ich dir da was. Es wäre sinnvoll, du machst es täglich. Wie war dieser Spruch? 23,5 Stunden am Tag sitzt und schläfst du, kannst du dich 30 Minuten am Tag bewegen. Wenn du magst, machst du es auf dem Trampolin, hast keine Ausrede mehr. Heute regnet es Backsteine, ich gehe nicht raus. Oder es ist zu kalt, oder es ist zu warm, oder es ist zu spät, oder zu dunkel, oder zu früh, oder zu dick, oder zu dünn, oder der Bauchweh, oder der Hamster, oder... Wie viel Raumhöhe? Bitte, wie viel Raumhöhe? Also in meinem Fachgeschäft habe ich dummerweise 3 Meter Raumhöhe und dann glauben die Leute immer, sagen, ja, so einen Raum habe ich ja nicht. Hier habe ich natürlich noch mehr Raumhöhe, deswegen bringe ich normalerweise einen Zollstock mit und das ist ein 3 Meter Zollstock. Das heißt, 2,40 Meter ist vollkommen ausreichend, solange die Personen, die da drauf gehen, nicht über 2,10 Meter sind. Aber Raumhöhe 2,40 Meter bei Menschen, die unter 2 Meter sind, vollkommen ausreichend, weil wir sinken in diese Matte. Das heißt, ich bin nicht so nach oben. Und wenn ich halt jetzt bloß 2,30 Meter habe, dann kann ich halt natürlich vielleicht nicht so unbedingt da oben diese Kirschen pflücken. Das haben wir noch gar nicht gemacht, das machen wir dann auch noch. Mal Kirschen pflücken. Das geht halt, dann hängen die Kirschen ein bisschen tiefer. Aber funktioniert. Wie heißt du? Dieter. Dieter? Das ist gut, ich heiße auch Dieter mit zweiten Namen. Kann ich mir merken. Ich würde die Fußstellung ein bisschen korrigieren, nach Möglichkeit den gesamten Fuß belasten, die Füße parallel wie beim Skifahren. Ich habe mal eine Zeit lang Tai Chi gemacht und da habe ich das gelernt, dass wenn du also gerade parallele Füße hast, da hast du den sichersten Stand. Da bist du wirklich am sichersten. Die Knie schön weich, jawohl. Und auch du darfst mal kurz sagen, was der Bizeps macht. Der hupft. Wie der hupft. Ja, also das Fett, an, das Fett würde auch hüpfen, aber ja. Du hast ja kein Fett, du hast ja Muskeln da, oder? Positives Ki. Okay, also ist bei ihm genauso sensationell, auch sein Bizeps muss plötzlich am Samstagmittag was arbeiten, vor dem Mittagessen. Will der das? Will? Der ist gewöhnt. Will? Okay, der ist es gewöhnt, gut. Es kann sein, dass dir schwindelig wird. Nicht. Bis jetzt noch nicht. Also das passiert oft, dass Menschen, die schon lange nicht mehr auf so wackeligen Sachen waren, dass die sagen, oh, da wird es mir schwindelig. Logisch, weil die sind es einfach nicht mehr gewohnt. Die laufen nur noch auf diesen plädonierten Flächen und irgendwas, was wackelig ist und was eine Herausforderung für die Körpermuskulatur ist, vermeiden die. Wie gesagt, diese Menschen, die bloß noch 50 Meter am Tag laufen, und solche Menschen gibt es tatsächlich, die gehen da drauf und die sagen sofort, du willst mir ja schon. Sag ich, gut, wir machen bei Ihnen 1 Minute. Und es gibt Therapeuten, die behandeln Menschen darauf 30 Sekunden. Wirklich 30 Sekunden und sagen, genug für heute, kommen Sie morgen wieder. Und nächste Woche steigern wir das auf 1 Minute und übernächste Woche steigern wir das auf 3 Minuten. Weil der Körper muss sich erst wieder daran gewöhnen. Da laufen Prozesse im Körper ab, da passiert ganz viel. Aber die Halterungen, ne, für Trampoline. Es gibt auch Haltestangen, natürlich. Meine älteste Kundin wurde mit 91 mehr oder weniger von einem Therapeuten dazu gebracht, dass sie sich so ein Trampolin anschafft. Die hat dann also gesagt, mit 91, also Aussage war, wir kriegen das mit der Lymphdrainage nicht hin. Sie müssen sich jetzt bewegen. Kaufen Sie sich ein Trampolin.
Und dann hat ich gesagt, Trampolin ist doch was für Kinder. Sag ich mir so, Kinderkram. Und dann hat er gesagt, Sie müssen sich bewegen. Haben Sie da draußen den Schnee gesehen? Ich gehe da nicht raus. Ich mache da nichts, gar nichts. Und wenn dieses weiße Zeug flächendeckend mehrere Tage oder Wochen oder Monate da draußen rumliegt, dann gibt es Menschen, die gehen keinen Schritt aus dem Haus. Ich schwöre es Ihnen. Ich weiß es. Die gehen zwischen Küche, Bett und Fernseher. Das war's. Das Essen wird gebracht. Die Klospülung geht von alleine und alles andere, das funktioniert bestens. Und die gehen wochenlang nicht raus. Aber sie machen das Fenster aus und meckern draußen, aber das ist auch anders gesehen. So. Es gibt diese Trampoline für Menschen unter 60 Kilo, unter 100 Kilo, unter 130 Kilo, unter 160 Kilo, unter 200 Kilo und bis 300 Kilo. Das heißt, diese Seilringe kann ich ausknöpfen und die gibt es in verschiedenen Stärken. Das erkennt man. Den schwersten Mensch, den kann man aktuell immer noch im Fernsehen oder YouTube finden. 600. Der hat so 270 Kilo gehabt. Und der hat mit basischem Wasser und Bellicon-Trampolin hat er jetzt, glaube ich, so 210 Kilo. Zurück zu der Oma. Mit 91 hat die also dann gesagt, was soll ich mit so einem Kinderkram? Geht's dir immer noch gut? Ja. Okay. Das langt vollkommen, was du machst. Du musst also gar nicht mehr machen. Das ist dieses Gefühl der subjektiven Unterforderung. Ich muss nicht höchst irgendwie, na, so wie der Rudi hier, da den da machen oder so. Es muss nicht sein. Kann man, aber muss nicht sein. Du kannst auch weiter so machen. Du kannst auch, wenn du willst, einfach mal anfangen zu joggeln. Joggeln. Die Oma war also dann, ich habe ihr ein Trampolin gebracht mit zwei Haltestangen. So ein kleines, bei der IKEA gibt es so ein Fußschemelchen da, wo sie so einen Tritt hat. Ne, dass sie da, und dann ist sie da mit ihrem Tritt da so drauf gekommen, hat so eine Trittstufe gehabt, drauf. Und dann sagt sie, das ist ja mal toll. Ja, das ist ja. Dann habe ich gesagt, wissen Sie was, jetzt probieren Sie das 14 Tage aus. Ich komme in 14 Tagen wieder und dann reden wir weiter. Dann habe ich sie vorher angerufen und habe gesagt, ich komme, um das Trampolin wieder abzuholen. Nein, das werden Sie mir nicht mehr wegnehmen. Was kostet das und wie ist das? Sag ich, naja, Haltestangen kosten 139 Euro, das Trampolin kostet 424 Euro. Ja, das kann ich mir doch leisten. Das lassen Sie mir bitte. Die Frau ist jetzt vor einigen Wochen 97 geworden und sie sagt, ich gehe jeden Tag auf dieses Trampolin. Es macht mir so Spaß und die Haltestangen können Sie wieder mitnehmen. Ich brauche sie nicht. 97. Und vorher war die so tapfrig und Ding und das. Und sie sagt, manchmal brauche ich auch diesen Tritt nicht mehr. Wir waren jetzt also so mit dem Joggeln nochmal beschäftigt. Ja. Ja, natürlich. Wir können jetzt zum Beispiel, wollen wir mal, Dieter, wir gehen so in die Hocke und wir tun jetzt so, als ob wir Skifahren. Und zwar hier, so richtig. Ja. Dass ich kein Skifahrer bin. Noch ein bisschen mehr in die Hocke, noch den Hintern noch ein bisschen tiefer, den Schwerpunkt nach unten legen. Der Schwerpunkt noch. Ist zu hoch. Vielen Dank. Bitte langsam runtersteigen. Erst ausschwingen lassen, zur Ruhe kommen, das ist mir wichtig, und dann nach rückwärts aussteigen, bitte. Was cool ist, sind Sit-Ups oder Liegestütze. Ja, da komme ich gleich noch drauf. Wie gesagt, ich kann euch 3 Tage was über dieses Trampolin erzählen. Mir macht es enorm viel Spaß. Ich habe bei den Schweizern verschiedene Workshops mitgemacht. Aber das bisschen war jetzt dann doch schon, also das zum Thema, man kann sich wirklich ausbauen. Ich habe Triathlon-Athleten, die sagen, ich trainiere vor wichtigen Wettkämpfen nur noch darauf. Und zwar heftig. Bandscheibe, soll ich da noch schnell was sagen? Wie lange habe ich noch? Eine Minute, zwei? Ja, eine. Also, ihr könnt euch vorstellen, früher gab es in der Post Briefmarkenschwämmchen. Hat jeder so ein Bild von so einem Briefmarkenschwamm? Meistens war das grün und obendrauf war so ein oranger Schwamm. Und da bist du hingekommen und hast also diese Briefmarke genommen, hast sie da drauf und dann ist dieses Wasser so rausgequollen. Das ist mein bestes Anschauungsmaterial. Ich habe es bloß im Geschäft gelassen, weil es da wichtig ist. Wenn ich 2 dieser Briefmarkenschwämmchen nehme und drücke die zusammen, wenn dieser Briefmarkenschwamm nass ist, dann bedeutet es, dass Wasser rausspratzelt, wenn ich diese Schwämmchen zusammendrücke. Und wenn ich aber diese Schwämmchen wieder loslasse, oh, der Dieter hat überhaupt keinen Applaus gekriegt. Ach.
Danke, Dieter. Wenn ich dieses Schwämmchen wieder loslasse, dann entsteht ein Sogeffekt. Das heißt, die Flüssigkeit, die da war, wird wieder in das Knorpelgewebe hineingezogen. Das heißt, wenn ich Bandscheibe habe, dann wird die Bandscheibe ja nicht durchblutet oder sowas, sondern sie wird mit einer Körperflüssigkeit durchsaftet. Und diese Körperflüssigkeit wird durch diesen Druckimpuls nach außen gedrückt und durch den Zugimpuls, wenn es nach oben geht, dehnt sich das Ganze wieder. Das heißt, ich habe eine Druck- und Sogwirkung auf dieses Knorpelgewebe. Und das betrifft also beispielsweise das Bandscheibenknorpelgewebe, aber auch das Kniegelenk, die Hüfte, selbst die Arthrose, Menschen, die Arthritis-Menschen meistens nicht mehr, weil sie es eben so akute Probleme haben, aber die Arthrose-Menschen, die sagen, ah, wunderbar, ich kann da ein bisschen an meinen Fingern ziehen und schwinge dann so ein bisschen und dann spüre ich, dass auch da spürt man, wie diese Muskulatur anspannt und entspannt, also auch im Finger hier spürst du das. Und damit hast du also diesen Druck- und Zugimpuls auch im Knorpelgewebe. Und dieser Druck- und Zugimpuls setzt sich nicht nur ins Knorpelgewebe, sondern du hast ihn, wie wir vorhin gespürt haben, an diesen Bizeps, zumindest die drei, die da waren, haben gespürt, da verdichtet sich was und zieht wieder auseinander. Und das bedeutet, dass tatsächlich ein Stoffwechsel in der Zelle aktiviert wird. Das heißt, alle Zellen im Körper, es gibt Leute, die sagen, 60 Billionen sind es, andere sagen, es sind 100 Billionen, keine Ahnung, ich kann die nicht zählen, irgendwas dazwischen wird sein, aber diese Anzahl von Zellen wird zusammengedrückt und wird wieder auseinandergezogen. Und weil dem so ist, kann ich also all diese Befindlichkeitsstörungen und noch viele, viele mehr tatsächlich akut angehen.